Ich meine, ich weiß ganz genau, dass mir das Gesicht, das wir jetzt hatten am letzten Samstag, soll nicht unser sein und ist es auch nicht. Aber es gibt's. Wir haben jetzt in der Rückrunde wirklich nicht viel schlechte Spiele gemacht. Eigentlich das. Sonst haben wir viele gute Spiele gemacht. Auch wenn wir nicht immer die Spiele gewonnen haben. Aber ich meine, wenn du die Spiele gesehen hast, Gladbach. Da hast du einfach 17 Minuten richtig gut gespielt und hast dich nicht belohnt. Und Bayern sehr gut, da haben wir auch verloren, aber da haben wir es gut gemacht. Und jetzt haben wir mal ein Spiel gemacht, wo nicht gut war. Aber die Mannschaft weiß das, wir haben das analysiert. Wir haben es taktisch analysiert, wir haben es individuell, auch individualtaktisch analysiert mit einzelnen Spielern. Und jetzt kommen wir auf einen Gegner, der stark ist, der eine sehr gute Saison spielt. Aber der dann normalerweise nicht jetzt nicht davon ausgehen kann, dass ich jetzt auf diese Level komme, wo jetzt Dortmund am Samstag hatte. Und jetzt geht es auch für uns darum, so in das Spiel zu gehen, wie man uns kennt und wie wir uns kennen. Und das dann auch durchzuziehen, bis soweit dann auch die Füße trage. Und natürlich auch von der taktischen Herangehensweise müssen wir uns einfach viel, viel schlauer verhalten und besser. Aber das können wir. Und das haben wir geübt die Woche. Weiß nicht, wie Frankfurt spielt. Vielleicht spielen sie Viererkette, vielleicht spielen sie Fünferkette. Das ist ja dann auch immer eine Sache mit der Aufstellung und wie du da dran gehst. Du musst ja dann viele Dinge auch einüben, weil es um nicht wenig Eventualitäten dann geht, was Frankfurt dann macht. Aber wir fühlen uns gut vorbereitet und freuen uns jetzt am Sonntag in Frankfurt zu spielen.